So. Jawohl. Wir haben Donnerstag. Und wenn du in Deutschland bist, hattest du vielleicht sogar heute Feiertag. Was ich erst heute Morgen erfahren habe, dass es ein Feiertag ist. Herzlich willkommen zu 20 Tage, 20 Lesungen. Wir lesen aus einem ganz neuen Buch, das erst am 1. Juli erscheint, mit dem Namen Und dann war es leicht. Und dazu beigetragen haben 20 wunderbare Frauen, die eine gewisse Schwere gespürt haben in ihrem Leben, dann etwas gesehen haben, was das Leben wesentlich leichter gemacht hat. Und jede dieser Personen kommt von einem anderen Blickwinkel mit anderen Themen und Bereichen, wo sie unterwegs waren. Aber das Ergebnis war gleich. Mehr Ruhe, innere Ruhe, Leichtigkeit, Lebensfreude und all das, was wir uns wünschen. Und heute haben wir die wunderbare Bettina Ricarda Ramm. Hi Bettina. Lea hat uns in dem Vorgespräch bereits darauf hingewiesen, dass Bettina und ich uns schon eine Weile kennen. Das stimmt bestimmt schon 3 Jahre, gell Bettina, wo wir das erste Mal zusammengearbeitet haben. Bettina ist eine Marketingfachfrau, eine Unternehmerin, ein Vollblutunternehmerin, würde man sagen, mit mehreren Unternehmen, mitunter auch WebGrips mit ihrem Team. Hallo WebGrips-Team, wir hören immer ganz viel von euch. Seid auch gegrüßt. Bettina hat auch Hasen und Pferde und Kinder und immer ganz viel Tolles los. Es kommt mir immer vor, als würdest du auf einem Bauernhof leben. Bettina, ich glaube, das stimmt gar nicht, aber wenn du das erzählst von den Tieren. Das kommt noch. Das kommt bestimmt noch bei dir. Bettina hat immer neue Ideen. Und ja, heute hören wir deine Geschichte an. Wenn ich mich nicht täusche, geht es so in Richtung ein scheinbarer Burnout, der sich irgendwie ganz anders entpuppt hat, aber du wirst sicherlich mehr dazu erzählen. Lea wird offiziell Bettinas Bio vorlesen und den restlichen Ablauf. Ich bin super gespannt, wir sind super gespannt auf deine Geschichte. Ja, ich freue mich unglaublich, Bettina, heute deinen Ausschnitt, deinen Text zu hören. Und ja, das wird im Buch über Bettina gesagt. Und das ist: Bettina Ricarda Ramm ist Mutter, Chefin, Marketing-Expertin und hat einen ganzen Stall voll Tiere. Wenn sie nicht gerade Kutsche fährt, beruhigt sie gestresste Unternehmerinnen und hilft ihnen, mit Ruhe und Vertrauen der inneren Führung zu folgen und so mühelos erfolgreich zu sein. Ihr Seelenpferd Charisma ist ihr größter Mentor, denn mit Druck geht bei ihm gar nichts. Zum Glück geht müheloser Erfolg komplett druckfrei. Ja, Bettina. Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte, dein Sehen, deine Einsichten mit der Welt durch dieses Buch teilen zu wollen? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich bin auch mega dankbar, dass ich bei diesem Projekt mitmachen durfte. Ganz ehrlich, als die Frage kam, wollt ihr mit uns ein Buch schreiben, war so alles in mir: Schreiben, ja! Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht und habe tatsächlich diesen Gedanken von, ach, ich habe gar keine Geschichte zu erzählen, weggedrückt. Und als ihr vor ein paar Tagen angekündigt habt, dass ihr diese Frage jedem stellt, da kam mir als erstes das: Kennt ihr diesen Ausspruch, es ist zu schön, um wahr zu sein? Mhm. Und das begegnet mir im Alltag so, so oft. Die Leute denken, es ist zu schön, um wahr zu sein und schieben es
gleich für sich als nicht möglich beiseite. Und ich finde, am authentischsten können wir das Gegenteil beweisen, indem wir unsere Geschichten erzählen. Mhm. Und deshalb freue ich mich so mega, dass dieses Buch erscheint. Und die Geschichten sind ja wirklich so mega vielfältig. Da kommt ja alles irgendwie drin vor, oder? Ja. Ja. Oh. Oh, das ist irgendwie so berührend, Bettina, weil wir machen uns das Leichte so schwer. Mhm. Und das habe ich gerade gehört, dieses Hey, es ist, es darf, es kann so leicht sein, eben so schön und wahr. Mhm. Mhm. Oh, danke. Ja, die Bühne gehört dir und wir lehnen uns alle zurück und genießen diesen ersten Geschichtenhappen von dir. Sehr gerne. Und ich habe einen Ausschnitt aus der Geschichte, also mitten aus der Geschichte heraus ausgewählt, wo so ein bisschen der Umbruch quasi erkennbar wird. Und bitte nicht so auf meine Stimme achten. Ich bin heute ein bisschen out of order. Wir genießen es einfach. Wir entspannen uns einfach rein. Genau. Weitermachen, bis ich in die Kiste steige? Auf keinen Fall. Ich hatte keine Lust mehr auf mein Business. Ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Dieses ganze Hamsterrad ging mir plötzlich massiv auf die Nerven. Ich schuftete bis zum Umfallen, um genug Geld zu verdienen. Aber wozu? Damit das Finanzamt und der Zahnarzt und andere die Hand aufhalten, weil sie etwas davon abhaben wollen? Damit ich Mitarbeiter einstelle, deren Arbeit ich damit erledige, weil sie es nicht gut genug tun? Damit ich Zeit für ein Hobby habe, das mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, schon lange keine Freude mehr schenkt, sondern nur ein weiterer Punkt zum Abhaken auf meiner endlosen Liste geworden ist? Es gab plötzlich nichts mehr, worauf ich mich freuen konnte. Alles, was es zu erreichen gab, hatte ich erreicht. Ich fühlte mich, als hätte ich mich selbst verloren. Irgendwo auf diesem anstrengenden Weg des Erwachsenenseins. Ich sehnte mich auf einmal nach Freude in meinem Leben, nach tieferem Sinn in meinem Tun, nach kindlicher Leichtigkeit, nach einem Gefühl von Lebendigkeit. Aber ich hatte keine Ahnung, wo ich das finden sollte. Im Geld lag es nicht. Das wusste ich jetzt. Gleichzeitig machte mir der Umstand, dass ich nicht mehr funktionierte, große Angst. Ich ging nicht mehr zur Arbeit, weil mir die Kraft fehlte. Ich saß manchmal tagelang herum und weinte. Ich konnte mich nicht um den Haushalt kümmern. Mein Kopf wollte, aber mein Körper weigerte sich. Und das machte meinem Kopf Panik. Lange nannte ich es einen Burnout. Heute weiß ich, das war kein Burnout, sondern ich hatte etwas gesehen. Ich hatte gesehen, dass dieses Jagen nach Dingen im Außen, nach denen es sich in unserer Gesellschaft vermeintlich zu jagen lohnt, eine Familie, ein Haus, einen guten Job und viel Geld, mich nicht wirklich erfüllte. Es fraß mich auf. Ich wollte viel mehr bewirken, wirklich etwas verändern in dieser Welt. Ich wollte mein Leben nicht auf äußeren Status stützen. Ich wollte das Leben fühlen, aber ich wusste nicht, wie es geht. Dank meines Mannes und meiner Schwester lief mein Business in dieser Zeit weiter. Ich arbeitete darin auch mit, so gut ich konnte. Doch es schien alles immer schlechter zu werden. Die Umsätze gingen zurück. Ich traf einige Entscheidungen, die dazu führten, dass Kunden uns verließen. Ich musste meine Mitarbeiter entlassen, bis wir nur noch zu dritt waren. Dann kam Covid-19. Während es für andere in unserer Branche richtig bergauf ging, fielen wir in ein weiteres Tal. Unsere Umsätze gingen beinahe auf Null zurück und ich entschied mich, das große, teure Büro aufzugeben und zurück ins Homeoffice zu ziehen, wo meine Selbstständigkeit begonnen hatte. Das Ende? Nein. Bereits vor dem Lockdown hatte mich das Leben sachte, aber unnachgiebig zu den drei Prinzipien geführt. Das Erste, was ich erkannte, war, dass ich genug bin, so wie ich bin, dass ich gar nichts ändern muss, weder an mir noch an meinem Leben. Das tat unglaublich gut. Dann sah ich, dass das Leben nicht so ist, wie wir denken,
dass es eine Illusion ist, die uns sehr echt erscheint. Dass alles immer viel einfacher und freundlicher ist, als es zu sein scheint. Und dass es einen Ausweg gibt, egal wie verworren und schmerzhaft unsere Vergangenheit auch gewesen sein mag. Mit diesem tiefen Wissen, das neu und gleichzeitig uralt für mich war, erhielt ich einen Anker für meinen Alltag, mit dem ich mich sicher fühlte, egal was im Außen geschah. Doch ich wusste, dass es noch mehr für mich zu sehen gab. Der empfundene Stress und das angestrengte Streben waren zwar weniger geworden, aber sie blühten immer wieder auf. Ich fühlte, wie es mich zu noch mehr Ruhe, noch mehr tiefem Verstehen, noch mehr Wahrheit zog. Ich buchte ein Coaching und mehrere kleine Programme bei 3P-Coaches, las Bücher und sah mir Videos an. Ich spürte, wie ich immer ruhiger wurde. Nicht in jedem Moment, aber insgesamt wurde mein Leben stiller und gleichzeitig bunter, heller und größer. Ich erkannte, dass alles Müssen ein gedankenkreiertes Konstrukt ist, das in Wahrheit nicht existiert. Ich experimentierte damit, es loszulassen. Ich spürte Angst vor dem Unbekannten, aber die drei Prinzipien gaben mir Halt und ließen die Angst weniger wichtig und weniger bedrohlich erscheinen. Schließlich entschied ich mich für eine weitere Coaching-Ausbildung, diesmal im Rahmen der drei Prinzipien. Während ich dies schreibe, befinde ich mich im fünften Monat dieser Ausbildung und ich bin mir unglaublich dankbar, dass ich bei der Entscheidung dafür auf meine innere Weisheit gehört habe. Vor 5 Jahren hatte ich nicht einmal gewusst, dass ich über eine solche Weisheit verfüge, dass sie immer da ist, dass sie mich führt, selbst dann, wenn ich sie nicht fühle. Das ist mein kleiner Appetit haben. Ich hätte dir einfach noch länger und noch länger und noch länger zuhören können. Hm. Auch mit dieser Stimme. Ja. Danke. Hm. Und da ist es schon wieder. Dieses Gefühl. Währenddem du gelesen hast, Bettina, hast du uns auf diese Reise mitgenommen, wie es in dir ruhiger wurde. Und ich freue mich unglaublich darauf, den Rest zu lesen. Mhm. Ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen. Mhm. Und einfach nur Danke sagen, Bettina, für dein Mitwirken am Projekt, für deine Lesung heute und für all diejenigen da draußen. Wir hoffen auch, dass dir die Lesungen so gut gefallen wie uns. Und morgen Abend geht es weiter um 20 Uhr. Ich bin dann zusammen mit Clara. Die Lea macht eine kleine Freitagsabends-Verschnaufpause, glaube ich. Oder was anderes hat sie vor? Schlagzeug-Vortrag meines Sohnes. Ah ja. Also grüß ihn schön. Mhm. Und ja, wir sehen uns dann für mehr kleine Einblicke in Und dann war es leicht. Wir freuen uns auch ebenfalls auf dich, lieber Zuschauer oder Zuschauerin. Danke, Bettina. Vielen Dank. Vielen Dank.